Einen schönen guten Abend wünsche ich Ihnen, liebe Fußballfreunde. Willkommen hier vom Kommentatorenplatz. Es ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte. Und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt. Es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Eine wunderbare Kulisse, die einfach nicht besser geht in diesem Stadion. Ja, das gibt Freistoß. Das ist sehr anständiges Pressingfall. Morata. Den Ballverlust sofort wieder korrigiert. Den muss er machen. Da ist die Möglichkeit. Erstmal raus damit. Und der Pass nach hinten. Riesenmöglichkeit. Das war ein Fund. Knapp vorbei. Da müssen die Fotografen in Deckung gehen. Alex Teixeira. Mit wunderschöner Direktabnahme. Das Einzige, was ihn von seinem Glück trennt, das sind einige Zentimeter. Mit der Stirn. Gutes Timing, gute Position, schlechte Umsetzung. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16-Meter-Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde vertan. Das muss beim nächsten Mal besser werden. Lucas Paqueta. Klasse verteidigt. Und das Ding abge... Jetzt der Abschluss. Alan. Einfach mal Langholz. Ein Lupfer. Ja, warum denn? Nutzt du die Chance? Ein ordentlicher Versuch. Absolut. Er versucht es mit dem flachen Ball, aber die Richtung stimmt nicht so ganz. Nichts geht mehr. Perisic. Es geht über links. Schlauer Pass. Ja, klare Geschichte. Das gibt Abstoß. Beide Teams engagiert, das kann man ihnen nicht absprechen. Allerdings ohne sich mit einem Tor zu belohnen. Oh Mann, also die Erwartungen waren definitiv höher als das Spielniveau. Hoffentlich wird es langsam aber sicher besser. Kimpembe. Alan. Nainggolan. Das ist Rodrigo. Florenzi. Schönes Ding. Rodrigo. Soeben gerade noch dazwischen gefunkt. Weg damit. Nainggolan. Rodrigo. Rodrigo macht das Spiel gut breit. Florenzi mit der Vorlage. Und wieder versucht er es. Jetzt könnte was gehen. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Florenzi. Martinez mit der Möglichkeit. Spielverlagerung. Nainggolan. Alan.
Hier ist Martinez. Nein, Golan. Da ist die Chance. Morat. Er bringt ihn. Der Ball platscht ans Aluminium. Einfach mal rausgedonnert. Rodrigo. Abschluss! Ja, da steht er nicht optimal zum Ball. Das ist seine Stärke. Das Dribbling und dann die Flanke von der Torlinie zurück in den 16-Meter-Raum. Damit sorgt er immer wieder für Gefahr. Hier ist Morata. Den hat er ganz genau geschnuppert. Das ist Gabriel. Mehr Platz kannst du dir nicht wünschen. Was macht er da? Und er ist in der Luft. So ein bisschen fehlt ihm das richtige Timing hier. Die Flanke war gut. Die potenziellen Abnehmer standen bereit. Aber sie haben ihn nicht reingemacht. Könnte gefährlich werden. Nein, zu ungenau. Mit dem Halbzeitpfiff des Schiedsrichters gehen wir in die Pause. Damit geht's in die Pause. Was sagst du? Das Ergebnis ist ja fast ein Hohn, wenn man diese 45 Minuten gesehen hat. Feiner Angriffsfußball auf beiden Seiten, nur die Effektivität fehlt. 0:0 zur Pause. Hoffen wir auf Tore im Durchgang 2. Jetzt also laufen die zweiten 45 Minuten. Die Teams gehen mit einem 0:0 in die zweite Spielhälfte. Das sind doch Pässe mit Ansage. So kommst du nie und nimmer durch. William Carvalho. Perisic. Rein in die Mitte. Perisic. Wieder. Perisic. Guckt euch das an, was der mit dem Ball macht. Er haut ihn raus. Jopp, da hat er ihn erwischt. Mit viel Gefühl. Da war er voll auf der Höhe. Rodrigo. Abgefangen. Gut gemacht. Da muss er doch einfach mal mit gutem Auge den Kopf hochnehmen und den eigenen Mitspieler mitnehmen. Warum denn nicht? Probiert's. Martinez. Das ist, glaube ich, offensichtlich, dass der Trainer den Angreifern gesagt hat, wartet jetzt auf die schnellen Gegenangriffe. Ah, okay. Heißt also, nach Ballgewinn ruckzuck umschalten. Genau so sieht's aus, Marco. Der Schlüsselfaktor ist natürlich Tempo, kurze, scharfe, präzise. Wie der sich hochschraubt. Was für ein dicker Klops. Gerade noch so geklärt. Perisic. Gabriel. Und ein Schuss. Erst zum ersten und jetzt zum zweiten. Boah, jetzt erstmal durchatmen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Beide Teams wechseln.
Martinez. Wieder gewinnt den Ball für sein Team zurück. Lacazette. Null zu null und noch ist Zeit, das Ding für sich zu entscheiden. Und rein damit. Erstmal weg aus dem gefährlichen Bereich. Der Ball kommt zu Perisic. Sie versuchen es immer wieder auf die gleiche Art und Weise. Und eins müssen Sie langsam erkennen. Wenn die Pässe nicht ankommen, dann machen Sie auch nicht das Tor. Martinez mit der Möglichkeit. Tempo-Gegenstoß. Hier ist Perisic. Der Ball kommt gefährlich zur Mitte. Raus aus der Gefahrenzone. Perisic. Er findet. Wieder. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Schießt ihn aufs Tor. Der Pass kam genau richtig. Chancenverwertung ganz schwach in dieser Situation, in der sie vorher alles richtig machen. Er steht nicht im Abseits und der Pass kommt gut. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Da hat er den Überblick behalten. Und da ist der Pass. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Das sieht gut aus. Ab dafür. Stark angesetzt zum Kopfball. Erstmal raus mit dem Ding. Spinazzola. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Hier ist Martinez. Überhaupt keine Zweifel, das war Foul. Wenn sie so weiter reingehen, dann hat am Ende des Spiels hier jeder eine Karte. Guter Zeitpunkt für einen Wechsel. Und es müssen gleich zwei Spieler runter. Überhaupt keine Frage. Der Trainer war zuletzt mit den Abläufen auf dem Rasen nicht mehr einverstanden. Das war's. Die Trainer geben sich die Hand. Das Spiel ist beendet. Keine Tore, keine Sieger, kein aufregendes Fußballspiel. Hansi, ich bin gespannt auf deine Zusammenfassung. Zwei Mannschaften, kein Sieger, keiner so richtig unzufrieden, aber glücklich sind sie auch nicht. Und damit beenden wir die Übertragung für den heutigen Abend. Vielen Dank, machen Sie es gut, schönen Abend und danke dir, Hansi, dass du mit dabei warst. Ich danke dir, Marco.